haben wir uns einen ganz tollen Tag heute ausgesucht mit dem Wetter hier im Hofcafé Späth. Frau Böttner, Sie sind hier die Inhaberin. Schöner kann man ja eigentlich nicht sitzen als direkt hier vor allen Blumen. Das stimmt, das stimmt. Also die Tulpenshow ist jetzt gerade im Gange. Später haben wir die Hortensienshow. Also das ist wirklich immer ein ganz toller Ort hier. Das genießen meine Gäste auch sehr. Die sagen immer, das ist wie Urlaub, wenn wir hier bei Ihnen sind. Das ist eben was Besonderes, hier bei uns im Hofcafé auch eine Feier zu machen oder auch eine Hochzeit hier auszurichten. Die Leute kommen gerne hierher, weil sie wirklich als besonderen Ort das empfinden. Wir sagen immer, das ist hier das Leben wie auf dem Lande, aber mitten in Berlin. Und das ist irgendwie was ganz Reizvolles, was meine Gäste mir auch immer wieder schildern und spiegeln. Man kann hier also wunderschön bei Sonnenschein auf der Terrasse sitzen. Und wie viele Plätze haben Sie noch drin? Drin haben wir 30, maximal 40 Plätze. Ja, aber wir sind ja ganz flexibel. Wir können ja auch ein Gewächshaus mitnutzen und wir haben hier draußen auf der Terrasse viele Plätze und wir können auch ein Zelt aufstellen. Und was ich ganz besonders finde, wir bieten ja auch so etwas an wie Heiraten im Baumhaus. Und Heiraten im Baumhaus ist nicht, wir heiraten in einem Haus im Baum, sondern hier auf dem Gelände gibt es ein Haus, was sozusagen nicht aus Wänden ist, sondern aus Bäumen die Wände hochgezogen sind, sodass man da das Gefühl hat, man ist so in so einem Pavillon und aus Bäumen. Wir sehen uns natürlich hier in Berlin mitten in der Stadt auch mehr als Vermarkter, ne? Und dazu gehören auch ein paar gute Ideen, ja? Und da haben wir vor Jahren irgendwann mal praktisch aus Bäumen, die unverkäuflich waren, uns dann entschlossen, daraus ein Baumhaus zu bauen. Und da sind, glaube 400 Eschen verarbeitet worden, 400 Eschen, und hat jetzt 200 Quadratmeter Hauptzimmer und vier Zimmer mit 25 Quadratmetern. Und wir nutzen das dann zu Veranstaltungen, zum Beispiel, wenn wir Gartenmärkte haben, ist dort immer Kindertheater, da werden dann Märchen der Gebrüder Grimm drin vorgeführt vom Hexenkessel Hoftheater. Der eine oder andere kennt es aus dem Montbijou-Park. Und im Sommer ist wahrscheinlich richtig schön dicht. Das wächst komplett zu, da kann man nicht mehr rein und nicht rausgucken. Aber das ganz Neckische oder ganz Besondere ist, man kann hier auch Traumhochzeiten feiern. Ja? Also wir haben hier schon Trauungen vollzogen, also nicht die Feier, die ist dann im Hofcafé. Aber selbst der Pastor ist hierher gekommen und hat hier kirchlich getraut. Unsere Betriebsglocken haben dann nach der Zeremonie die Glocken geläutet. Und so hat es dann auch Stil und man ist im Grün und die betroffenen Ehepaare sind noch nicht geschieden, was ich gehört habe, und kommen immer noch gerne zu uns zu Besuch und schwärmen heute noch von ihrer Traumhochzeit. Wir backen jetzt nicht mehr alles selber, wir machen nur noch vereinzelte Kuchen selber. Wir kommen einfach nicht mehr hinterher, also das muss man sagen. Aber ich habe einen ganz wunderbaren Konditor, der für uns backt und der kann ich bis abends um 11 bestellen und habe am nächsten Tag den frischen Kuchen. Wir bieten hier ein Frühstück an, wir bieten hier jeden Tag einen Mittagstisch an. Jeden Tag? Jeden Tag wird hier frisch gekocht. Ich habe einen ganz tollen, engagierten Koch, der mit Leidenschaft wirklich hier auch kocht und habe jetzt für dieses Jahr einen zweiten Koch angestellt. Wir machen, glaube ich, würde ich mal so sagen, ich sage immer, ich habe ein Bratkartoffelverhältnis mit meinem Koch, weil er macht wirklich die besten Bratkartoffeln in der Stadt, finde ich. Und wir haben klassische Gerichte wie Gulasch bieten wir an. Wir haben aber auch mal sowas wie Scampis auf der Karte. Wir werden jetzt zum Weingarten, der jetzt am 1. Mai anfängt. Zum Weingarten machen wir besondere Gerichte, die zum Wein passen. Wir sind da ganz flexibel. Kann ich mir ja vorstellen, wenn man am Wochenende hierher kommt, ist kaum noch ein Platz frei, oder? Ja, ist tatsächlich so. Wir können auch keine Reservierungen mehr annehmen am Wochenende, weil wir es nicht mehr kontrollieren können, wer hat reserviert. Die Leute sind einfach da. Wer zuerst kommt, mal zuerst. Letztes Wochenende hatten wir zum Beispiel eine Reisegruppe aus Hamburg, waren die angereist. Die hatten sich das Arboretum angeguckt und kamen dann hier mit 60 Leuten. Ja, das war schwierig, aber auch die haben wir untergekriegt. Das war dann allerdings ein bisschen eng. Wir mussten die dann zusammenrücken, aber wir sind wirklich sehr flexibel. Wir sind nicht so ein klassisches Restaurant, sondern wir versuchen immer, unsere Gäste glücklich zu machen. Wann ist geöffnet? Jeden Tag von 10 bis 18 Uhr. Und ab Donnerstag, Freitag und Samstag machen wir Küche bis 21 Uhr.
Vielen Dank, Frau Böttner. Danke. Ja, Herr Zahn, wenn man schaut, was Sie hier so alles anbieten, an Events auch, also Weihnachten, den Weihnachtsmarkt, Ostern, die Eiertage, jetzt demnächst eine Tulpenschau, dann hat man schon fast den Eindruck, es ist keine Baumschule, sondern so ein Eventcenter. Na, es ist, glaube ich, keine Erfindung von uns, ja, wenn man durch die Einkaufsmärkte in der Stadt guckt. Es ist überall, es ist natürlich so eine Event-Kultur, macht sich breit, auch in den Einkaufsmärkten und so. Insofern ist es nichts Neues, ja. Aber wir haben natürlich ganz andere Voraussetzungen. Wir haben das Umfeld, wir haben die Natur und können natürlich mit unseren Pfunden ordentlich wuchern, ja. Und wie Sie schon sagen, wir haben also nicht bloß die Tulpen, wir haben auch eine Rosenschau, eine Lavendelschau, eine Kürbisschau. Ganz neu in diesem Jahr eine Dahlienschau. Da sind wir auch ganz gespannt, wie das angenommen wird. Ja, und auch die Tulpen haben wir jetzt über 200 Sorten hier. Also ist schon ein bisschen was zu sehen. Ja. Wie lange wird es dann dauern, bis die letzten Tulpen verblüht sind? Na, wir sind dieses Jahr ein bisschen später dran. Das freut uns auch, weil wir dann eventuell bis zu unserem Frühlingsmarkt kommen, ja, mit den Tulpen. Aber das hängt natürlich vom Wetter ab. Da wir jetzt aber ein bisschen kältere Temperaturen hatten, kommen wir dann sicherlich bis in die ersten ein, zwei Maiwochen hinein mit der Blüte. Was wird da drumherum noch geboten? Nachher zum Frühlingsmarkt selber, da ist die Tulpenschau natürlich der Mittelpunkt. Darüber hinaus haben wir eine Funkienausstellung, wir haben Rhododendron, eine Klematisschau. Ja, wir präsentieren wieder mal, wir versuchen uns immer wieder mal mit einer eigenen Hemdkollektion, den Späthemden, das sind so Hippie-Hemden. Hemden, ja. Also ein Blumenhemden, wie man sie vielleicht aus den 70er Jahren kennt. Das ist also schon sehenswert. Und die werden hier präsentiert. Aber das hat doch mehr so einen Schmunzelcharakter. Wir leben nicht von den Hemden. Wenn Sie sagen, über 200 Tulpensorten, was ist denn da so die ausgefallenste Farbe vielleicht oder so? Ja, also das Besondere sind, man sieht sie jetzt noch nicht, weil viele erst auflaufen. Das sind dann so Papageientulpen, die so ein bisschen abstrakt aussehen. Oder ich finde auch viel interessanter die Wildtulpen, die jetzt aber schon wieder fast durch sind. Die werden also nur wenige Zentimeter hoch. Und das sind welche, die auch heute noch in der freien Natur irgendwo zu finden sind, meinetwegen im Himalaya. Und die haben wir dann hier, aber die sind natürlich die allerersten, die kommen.